So, ich mache mit einem Kollegen Dawa und er glaubt, dass der Koran von Gott ist. Nun glaubt er nicht, dass die Hadithe rein sind von Verfälschung. Wie kann man am besten die Authentizität der Hadithe klar machen? Erstmal, die Hadithe sind ja auch nicht rein von Verfälschungen. Wer hat das gesagt? Es gibt tausende Hadithe, die da'if sind, schwach sind, maudur sind und so weiter und so fort. Aber die Sache ist hier, dass die Gelehrten Mittel gefunden haben, um herauszufinden, welcher Hadith Fehler hat und welcher Hadith keine Fehler hat. Dazu haben sie Mittel gefunden. Und deswegen gibt es eine Riesenwissenschaft, um herauszufinden, wann ein Hadith authentisch ist und wann nicht. Wann ist er authentisch und wann nicht. So, und wenn der Hadith authentisch gekennzeichnet wurde, dann ist er authentisch. Ja, so. Und alles, was mit Usuluddin zu tun hat und so weiter, es gibt für alles eine Regel. Das heißt, wie kommt er jetzt darauf zu sagen, ich glaube nicht, dass die Hadithe authentisch sind? Wer hat die Frage gestellt? Du. Ja, was sagt er jetzt? Weil er muss ja jetzt einen Punkt haben, sagen, ich glaube, die sind nicht authentisch. Zum Beispiel sagt er, ich glaube nicht, dass ich einen Bart wachsen lassen muss. Ich glaube nicht, dass das, was der Prophet gesagt hat, so lange, also 1430 Jahre lang, von Verfälschungen von Menschenhand reingeblieben ist. Verstehst du? Guck mal, das ist erstmal in sich, da musst du ihn fragen, also er hat gesagt, er glaubt nicht, dass das, was der Prophet gesagt hat, rein geblieben ist. So. Das ist erstmal eine Behauptung. Dann fragen wir, okay, worauf stützt du deine Behauptung? Ich habe keine Antwort gegeben. Ja, weil wir müssen dann fragen, worauf stützt er seine Behauptung? Worauf stützt er seine Behauptung, dass er sagt, ich glaube nicht, dass das rein geworden ist. Wenn er das sagt, sage ich, okay, kein Problem. Wir haben im letzten Jahrhundert wurde ein Machtutat, ein Manuskript gefunden von Hamam ibn Munabbi. Hamam ibn Munabbi ist der Schüler von wem? Abu Huraira. Und dieses Sahifa von Hamam ibn Munabbi ist gefunden worden. Und alle Hadithe, die dort drin stehen, stehen heute genauso in Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari und in Musnad Imam Ahmed. Genauso wie sie sind in diesem Manuskript von Hamam ibn Munabbi, der Schüler von Abu Huraira. Beispielsweise. Das heißt, das ist erstmal eine Aussage, ich glaube nicht, dass es verfälscht worden ist. Er muss sich auch selber fragen, ja, ich glaube nicht, dass ich einen Bart wachsen lassen muss. Da gibt es Dutzende Hadithe drüber. Das heißt, er muss ja eine Grundlage haben. Er kann nicht einfach sagen, ich glaube es nicht. Ist einfach. Ich glaube, es ist verfälscht worden. Ja, bitte. Ja, aber es gibt auch viele, wo sagen, ja, das sei eine Ausnahmeregelung gewesen mit dem Bart, wegen Krieg und so. Ach, Da braucht er auch einen Beweis für Ausnahmeregeln. Hat der Prophet gesagt, das ist eine Ausnahmeregel wegen Krieg, das ist an den Haaren herbeigezogen. Der hat gesagt, ach, Fushawari, wa aufuliha, macht hier den Schnurrbart kurz im Bart lang. Herr Hijab für den Mann. Ja. Die Frau trägt Kopftuch, der Mann trägt Bart, Alhamdulillah. Gut, dass das nicht andersrum ist, ne? Ja, bitte. Es geht ja nicht um den Bart, es geht mehr darum, wie kann ich sicher sein, also die Frage war so, wie kann er sicher sein, dass authentische Hadithe authentisch sind, in dem Sinne? Ja, das ist eine gute Frage, wie kann er sicher sein? Ich frage erstmal die Frage, wie kommt es, dass er unsicher ist, dass die Hadithe authentisch sind? Was macht ihn unsicher? Weil dann können wir darauf antworten, weil hier ist ja irgendwas, er sagt, ich glaube, die sind unsicher, die Hadithe. Also sagen wir, warum? Ja, bitte. Okay, aber wodurch sagen wir das mit der Bibel? Erstmal kann man die Bibel gar nicht mit den Hadithen vergleichen, weil die Bibel ein Buch in sich ist. Verstehst du? Hadithe sind kein Buch in sich. Hier musst du jeden Hadith einzeln betrachten eigentlich. Das ist erstmal eine Sache, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. So, wenn wir jetzt sagen, die Bibel ist verfälscht, oder sagen wir mal nicht, die Bibel ist verfälscht, sondern in die Bibel sind verfälschte Sachen reingekommen. Ja? So. Worauf beziehen wir das? Zum Beispiel innere Widersprüche. Zum Beispiel Sachen, die in anderen Manuskripten nicht vorkommen. Also Hinzufügungen. Zum Beispiel Johannes 8, 1 bis 11. Die Geschichte von der Ehebrecherin kommt in den ältesten Manuskripten Codex Sirianicus nicht vor.
beispielsweise. Dann innere Sache. Esra 2, Nehemia 7. Die Zahlen der Auswanderer werden festgestellt. Dann Dinge, wo wir sagen, passt nicht mit dem Wesen Gottes zusammen. Genesis 32, Gott hat mit Jakob gerungen und verloren. So. Aber diese Sachen, es ist bei den Hadith sowieso schon mal, weil jeder Hadith einzeln bewertet wird. Wenn du einen Hadith hast, der einem anderen Hadith widerspricht, versteht ihr, das ist eine Regel, dann geht man erstmal über, wie kann man die Sache verbinden. Wenn das nicht, wenn es keine Verbindung gibt, dann guckt man, ist vielleicht eine Regel früher und eine später kommen, Abrogation. Wenn das nicht ist, guckt man Tarjih. Tarjih ist beispielsweise, du hast einen Hadith, der hat eine starke Überlieferungskette. Und ein Hadith, der hat eine starke Überlieferungskette, die ist schwächer und die widersprechen sich. Achi, das ist eine komplizierte, das ist eine Wissenschaft, Achi, die richtig breit ist. Das heißt, er muss konkrete Beispiele bringen und wir erklären sie ihm. Bruder, du findest kein einziges so ein Beispiel bei den Hadithen. Viele denken das, aber die denken das, weil sie sich nicht richtig damit auskennen. Das ist das Problem. Das, Bruder, weißt du, was ich dir als Tipp gebe? Achi, guck mal. Ich habe ein Video gemacht, das sind 2 Stunden. Verteidigung der Sunna. Guck dir das Video mal an. Bruder, da sind so viele Informationen. Weil ich rede da 2 Stunden über dieses Thema. Verstehst du? Ich kann jetzt nicht 2 Stunden die Frage beantworten. Guck dir das mal an. Verteidigung der Sunna. Hat das einer von euch gesehen? Ja? Da wird eigentlich auf diese ganzen Sachen wird eingegangen. Nein.